Das sind Odysseus und Penelope, die Eltern vom kleinen Telemachos. Viel Spaß auf deiner langen Reise nach Troja und pass gut auf dich auf, ja? Natürlich, ich werde gut auf mich aufpassen. Pass du auch gut auf den Kleinen auf, hörst du? Natürlich, Telemachos ist mein liebstes Kind. Telemachos, willst du dich nicht auch von deinem Vater verabschieden? Oh ja, ich lauf sofort los. Papa, warte! Was ist denn, mein Sohn? Ich wollte dir viel Spaß auf deiner großen Reise wünschen. Oh, welch liebe Geste. Pass gut auf deine Mutter und Eurykia auf, ja? Okay. Jetzt tritt Odysseus seine große Reise nach Troja an. Telemachos, ich werde dich deines Erbes entmächtigen und dich umbringen. Wah, Hilfe! 20 Jahre später ist Telemachos ein gut aussehender, heiratsfähiger und herangereifter Jüngling, der über sein Erbe verfügen kann. Das ist Athene. Sie kann sich in verschiedene Menschen verwandeln, so wie jetzt gerade in den Nachbarfürsten Mentes, der Telemachos rät, nach seinem Vater zu suchen. Telemachos, Telemachos! Was ist denn? Ich rate dir, du musst nach deinem Vater suchen, das wird wieder Glück in deine Familie bringen und dein Herz auf ewig erfüllen. Okay, ich werde nach ihm suchen. Darf ich dich auf deiner großen Reise begleiten und dir helfen? Oh ja, gerne. Danke für deine Hilfsbereitschaft. Okay, dann treffen wir uns also morgen um 5 Uhr unter der Linde, wo die Sonne das Eichhörnchen küsst. Okay, dann bis morgen. Ich werde nur noch eine Mannschaft anheuern. Okay, bis morgen! Ich muss überlegen, wie ich meine Gefährten dazu überreden kann, mitzukommen. Ich habe schon eine Idee. Männer, habt ihr Lust, mich auf der großen Reise auf der Suche nach meinem Vater zu begleiten? Ihr werdet Goldklumpen als Belohnung bekommen. Oh, was sagst du? Natürlich, Telemachos, wir helfen dir gerne. Kommt, Männer, ahoi! Am nächsten Morgen unter der Linde, wo die Sonne das Eichhörnchen küsst. Hallo, Telemachos. Hallo, Mentes, ich habe schon auf dich gewartet. Oh, tut mir leid, lass uns die Fahrt antreten. Obwohl Telemachos und seine Männer auf der Suche nach Odysseus die ganze Welt umrundeten, fanden sie ihn nicht. Jetzt sind sie mit ihrem Schiff wieder auf dem Weg zurück zu ihrer Heimatinsel Ithake, wo Telemachos als erstes seinen alten Freund Eumaios besucht. Oh Telemachos, was verschafft mir diese Ehre? Oh Eumaios, ich bin auf der Suche nach meinem Vater und habe die ganze Welt umrundet, um ihn zu suchen. Hast du ihn zufällig gesehen? Du meinst Odysseus? Ja, er ist wieder nach Hause zurückgekehrt. Oh, was? Wo ist er denn? Bei mir. Willst du ihn sehen? Ja. Oh, Telemachos, was machst du denn hier? Oh, Vater, ich habe die ganze Welt umrundet auf der Suche nach dir. Und jetzt bist du hier zu Hause. Ich glaub's ja nicht. Oh, Telemachos, schön, dass du wieder da bist. Lass dich drücken. Ein paar Tage später sind Telemachos und Odysseus auf der Insel angekommen. Oh, Telemachos, welch Freude. Ihr seid wieder zu Hause. Und du hast deinen Vater mitgebracht. Komm her, Odysseus, lass dich drücken. Lasst uns eure Ankunft feiern. Ja, Mutter, gute Idee. Welch prächtige Idee, meine geliebte Frau. Wäre es nicht langsam Zeit, eine Frau für dich auszusuchen, Telemachos? Oh ja, Mutter, welch gute Idee. Ich habe 4 bildhübsche Frauen ausgewählt. Du kannst dich entscheiden. Folge mir, mein Sohn. Du hast die Auswahl zwischen 4 bildhübschen Frauen. Ihre Namen sind Polykasse, Kassiphone, Kirke und Nausikaa. Für welche entscheidest du dich, mein Sohn? Am meisten bezirzt mich Kirke. Gut, dann ist Kirke also die Auserwählte. Wir werden eure Hochzeit groß feiern. Hallo Kirke,
4 Jahre später sind Telemachos und Kilke ein glückliches Paar mit 2 Kindern. Oh, Telemachos, ich bin so froh, dass wir geheiratet haben. Oh, Kilke, ich bin auch so überglücklich, dass wir das Bündnis der Ehe geschlossen haben. Papa, Mama, Hunger, wir haben Hunger, Hunger. Immer mit der Ruhe, Kinder. Ich werde dir jetzt etwas Nahrung herbeischaffen, okay? Okay, Papa, pass gut auf dich auf. Mach ich, meine Kinder, mach ich. Tschüss. Oh, ich bin so froh, dass wir verheiratet sind. Ich bin so glücklich. Oh, Kassifone, was machst du denn hier? Du wirst es bereuen, dass du mich damals nicht zur Frau genommen hast, du elender Kreuch. Du wirst es büßen. Why, er ist tot. Komm mit, mein Sohn. Steige mit mir in den Himmel. Dann wird alles gut. Ich bin Gott.